Hallo, ihr Angelverrückten. Ja, wie ihr seht, sitze ich gerade in meiner Garage. Ich bin gerade die letzten Sachen am Vorbereiten für meine nächste Session, und die ist morgen. Morgen geht es zwar wieder mit meinem besten Kumpel Stefan auf Tour. Mit ihm war ich schon ewig nicht mehr auf Tour. Durch unsere Schichtarbeit, wir haben verschiedene Schichtgruppen und durch meine Familie und so, da haut es nicht immer hin, und beziehungsweise nur noch sehr, sehr selten hin. Das tut mir echt leid, weil wir waren früher, also seit gut 30 Jahren, waren wir regelmäßig auf Tour. Und haben unsere ganze Jugend zusammen am Wasser verbracht. Jede freie Minute waren wir am Wasser und haben nicht nur auf Karpfen gefischt, sondern auch auf Raubfisch und auf Waller zum Beispiel, und waren zusammen an der Ostsee und haben auf Meerforellen und Dorsch gefischt. Also wir haben jede Menge Angelurlaub schon hinter uns, und die Zeit fehlt mir eigentlich so ein bisschen. Also der traue ich auch sehr nach. Aber was will man machen? Man wird älter, man hat Verpflichtungen, und da geht es halt nicht immer so. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die morgige Session. Stefan wird eine Woche lang an einem größeren Natursee bleiben, das ist ein alter Torfstich. Ich habe gesagt, weißt du was, bevor wir uns gar nicht dieses Jahr beim Angeln treffen können, dann komme ich einfach mal eine Nacht vorbei und begleite dich die eine Nacht. Hab mir aber gedacht, ja, ich wollte ja eigentlich auch ein Video machen, weil ich alle zwei Wochen ja ein Video rausbringen möchte für euch. Er ist nicht so der Freund davon, vor der Kamera rumzuspringen. Und ich bin auch nicht der Freund davon, wenn ich eine Nacht mal mit ihm zusammen fischen kann, dass ich die ganze Zeit den Erklärbär spielen muss. Und deswegen wird dieses Video ein wenig anders ablaufen. Und zwar werde ich zwar filmen, was so bei der Session passiert, und die Eindrücke der Session auf dem Video festhalten. Werde aber meinen Mund weghalten. Und zwar ist es so geplant, ich werde den ganzen Film einfach mal nichts sagen und einfach mal den Film laufen lassen, euch die Eindrücke rüberbringen, bisschen mit Musik unterlegen, und dann seht ihr, was wir so im Laufe der Session so erlebt haben. Ja, so ist der Plan. Wenn wir was fangen, was außergewöhnlich ist, dann werde ich auch ein paar Takte dazu sagen, aber ansonsten wird es diesmal eher in Anführungsstrichen ein Stummfilm. Gut, ja, ich mache mal den Rest fertig hier, und dann würde ich sagen, lasst euch einfach von den Eindrücken der kommenden Session berieseln.
Ja, mal ganz kurz. Ich bin am Morgen angekommen um 6 Uhr und Stefan war noch am Schlafen und habe dann mein Camp aufgebaut, wie ihr gesehen habt. Dann ist er irgendwann aufgestanden, hat mir gesagt, dass die ganze Nacht nichts gelaufen ist. Macht mir natürlich nicht gerade Mut, da ich nur eine Nacht hier bin. Ich habe mir dann mit der Markerroute ein paar Stellen gesucht, die vielleicht funktionieren könnten, und zwar auf der anderen Uferseite einmal. Schwer hinzukommen mit der Route, deswegen habe ich das Futterboot aus dem Auto geholt und habe die eine Route mit dem Futterboot dort abgelegt. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache einen Spot mit fischigen Murmeln. Also da habe ich Tigerdrüsen drauf gefüttert, ein paar kleine Pellets und fischige Boilies, gecrushte ganze Boilies in verschiedenen Größen. Dort habe ich eine Route abgelegt mit einem 20er Fischboilie und einem 18er Poppy oben drauf. Den anderen Spot, der ist an so einem umgefallenen Baum, auch am Ende von so einer Bucht. Da habe ich mir überlegt, mach ich mal einen süßen Spot, weil ich weiß nicht 100%, was hier so alles so funktioniert. Also fischige Boilies weiß ich von Stefan, die funktionieren hier. Also, aber man weiß ja nie, gibt ja auch Fische, die haben verschiedene Geschmäcker. Und da kann auch mal ein süßer Boilie, weil ja jeder Fisch fischt, ein süßer Boilie natürlich der Bringer sein. Deswegen habe ich einen Spot jetzt mal mit süßen Boilies gemacht. Tigernüssen, ein bisschen Groundbait und so weiter. Ein bisschen Liquid darunter. Und das Ganze habe ich dann natürlich auch mit dem Futterbutter hingefahren, weil es von der Entfernung her einfach zu weit ist. Und der See ist hier im mittleren Bereich ziemlich schlammig und hin und wieder auch ein bisschen Bodenkraut. Also im Wurfweite ist hier nicht viel Besonderes an Spots, die man anwerfen könnte. Also im Freiwasser vielleicht, aber da bin ich nicht so der Fan von. Ja, der See hat mir bis jetzt immer heftig in den Arsch getreten. Ich war bis jetzt nur 3-4 Mal hier, aber immer wenn ich hier war, meistens ja immer nur für eine Nacht, da konnte ich nichts fangen. Und wer nichts fängt, der lernt auch nicht viel dazu. Also ich konnte nicht sagen, jetzt das und das funktioniert hier besser oder die Stellen funktionieren hier besser. Ich bin ein bisschen ahnungslos, muss mich natürlich auf meinen Kumpel verlassen, Stefan. Der hat ja schon einige Fische gefangen und ich hoffe, dass diesmal klappt und der Knoten platzt und ich auch was fangen kann. Manche Gewässer liegen einem halt und manche halt nicht. Ja, so viel zu unserem Plan, also beziehungsweise zu meinem Plan. Und ich würde mal sagen, jetzt lasse ich euch wieder in Ruhe mit meiner Laberei. Und schaut einfach mal euch die Bilder an von den kommenden Aufnahmen. Lasst euch ein bisschen berieseln von dem schönen sonnigen Tag. Und dann sehen wir uns spätestens, wenn hier was geht, oder morgen zum Abschluss fort.
Moin Leute! Ja, nachdem hier den ganzen Tag nichts lief und nichts zu sehen waren an Fischaktivitäten, Gundelblasen oder rollende Fische oder sonst was, wir haben gedacht schon, hier ist alles tot, habe ich dann doch gerade noch einen Biss bekommen. Ich kann euch mal zeigen, was das war. Also für mich ein sehr, sehr willkommener Beifang. Eine schöne, fette Schleie von über 50 cm, also was habe ich lange nicht mehr gefangen. Das ist eigentlich ziemlich selten noch hier. Ja, zwar kein Karpfen, aber dafür freue ich mich umso mehr, mal wieder so eine fette Schleie gefangen zu haben. Die Rute kommt jetzt noch mal rein, dann schauen wir mal, ob wir doch noch einen Karpfen fangen können. Später mal. Morgen Leute! Ja, nach der Schleie lief leider nichts mehr. Sehr enttäuschend eigentlich, aber ich habe mich tierisch gefreut über so eine fette Schleie, weil ich habe Ewigkeiten nicht mehr so eine große Schleie gefangen. Und trotzdem hatten wir einen netten Abend, haben sehr viel gelacht, uns viel unterhalten über früher und über das, was wir noch vorhaben alles. Und es war also für mich zumindest und für Stefan trotzdem eine super geile Session. Stefan ist jetzt schon abgehauen, er sucht sich einen neuen See, weil hier absolut tote Hose ist. Wir vermuten, dass die Fische hier sich aufs Laichgeschäft vorbereiten. Wir hatten gestern eine Wassertemperatur, als ich angekommen bin, von 19 Grad. Und im Laufe der Session, also zum Abend hin, ist sie bis auf 22 Grad gestiegen, die Oberflächentemperatur. Das ist sehr viel. Also der See liegt auch die ganze Zeit in der Sonne. Und der ist ja auch nur 1,5 Meter tief, das ist ein alter Torfstich. Und der wärmt sich tierisch schnell auf. Und ich denke mal, dass die Fische sich jetzt langsam aufs Laichgeschäft vorbereiten und alles andere im Kopf haben, außer zu fressen. Oder vielleicht haben wir auch nur falsch gesessen, man weiß es nicht. Man sucht ja immer nach Ausreden, wenn man nichts gefangen hat, aber ich denke mal, es ist so mit dem Laichgeschäft. Ja, ich packe jetzt mal alles ein, Stefan ist ja schon weg und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, dann mache ich wieder den Erklärbär für euch und dann läuft das Video wieder anders ab als jetzt und dann würde ich mal sagen, schaltet wieder ein bei Big Fish Media und natürlich auf meinem Channel. Abonnieren nicht vergessen, geht raus ans Wasser, haut was raus, ich drücke euch wie immer die Daumen und seid nett zueinander, Jungs. Auf Wiedersehen.